Wecker! Guten Morgen. Hallo Eva. Guten Morgen. Klödelnocken. Schönen Tag noch. Doch Eva ist eindeutig einen Tick anders. Fiese Schimpfwörter rutschen ihr unkontrolliert heraus. Koprolalie nennt sich das. Heil Hitler! Tag. Fleischmütze! Dazu diese Zuckungen. Das Tourette-Syndrom ist eine rätselhafte Krankheit. Die genaue Ursache ist unbekannt. Medikamente helfen nur bedingt und eine Heilung gibt es nicht. Aber Eva geht ziemlich souverän mit ihren Ticks um. Ich würde auch Angst kriegen, wenn ich mich treffen würde. Meine Ticks machen mich zu einem echten Freak. Ich hab Schluck auf. Im Gehirn. Allein in Deutschland gibt es mindestens 40.000 Tourette-Betroffene. Und jeder tickt anders. Ich schrei Heil Hitler, schlag dabei die Beine zusammen und reiß den rechten Arm nach oben, beiß mir in die Hand bei einem anderen Tick und beleidige irgendwelche Personen. Also sehr sozial unverträgliche Ticks. Ich habe Koprolalie, allerdings habe ich sie draußen im Griff. Ich kann das unterdrücken. Zu Hause natürlich auch Schimpfwörter wie hurensöhnig oder was weiß ich, was bei mir hinter verschlossener Tür alles rauskommt. Halt motorische Ticks, Vokale, Zuckungen mit dem Gesicht, mit den Schultern, Grimassen. Evas großes Glück, sie hat eine Familie, die ihr täglich neu beweist, normal ist langweilig. Da ist Oma. Bei mir darfst du alles kaputt machen. Omas Lieblingsbeschäftigung? Staubsauger sprengen. Ihre Mutter ist esoterisch abgedriftet. Er hat eine hervorragende antistatische Viralkonsistenz. Hilft er denn auch gegen das Tourette-Syndrom? Ihr Vater verheimlicht seine Arbeitslosigkeit. Muss zur Arbeit! Hallo Eva! Hallo Papa! Und Onkel Bernie? Ich bin Kleinkrimineller. Ist ein gescheiterter Musiker. Ja, Eva und ihre Familie. Wer will da noch unterscheiden, was jetzt verhaltensauffällig ist und was nicht? Irgendein Tick hat doch jeder. Ich knibbel immer an den Händen, so. Und genau, mit dem Mund, das mache ich auch ganz oft, sowas. Oder so. Und pittel da die Haut von der Lippe ab. Also ich benutze das Tourette-Syndrom in meinem Film auch als trojanisches Pferd sozusagen, um damit auch was anderes zu erzählen. Nämlich, also über Probleme zu erzählen, die jeder Mensch hat. Das heißt, wie akzeptiert mich die Gesellschaft? Was für eine Eigensicht habe ich? Was für eine Eigendarstellung habe ich? Wie empfinde ich Scham? Wie gehe ich damit um? Großartig schafft es dieser Film, eine Familienkomödie zu sein und trotzdem nicht zu verschweigen, mit Tourette-Syndrom ist das Leben ganz schön schwer. Türkensau! So nicht, Mädchen. So nicht. Auch Evas Jobsuche ist vergeblich. Hi, Hitler, du Nutte! Mist. Ah, eine junge Nationalsozialistin. Ich darf Sie bitten, unsere Räumlichkeiten sofort zu verlassen. Lungenkrebs! Guten Tag, Chef Pimmel. Nee, danke. In der Schule war es so, dass ich eben nachgemacht wurde. Oder jemand hat Strichliste geführt, wie viele Ticks ich jetzt innerhalb von einer Viertelstunde gemacht habe oder so. Seinen Tick in der Öffentlichkeit zu unterdrücken, beinahe unmöglich. Das Gehirn spielt einfach verrückt. Also ich fühle mich schon wie hinter einer Plastikplane. Manchmal habe ich den Drang, zum Beispiel, ich muss dieses Wort Hamburg immer nachticken. Hamburg. Und wenn dann jemand Hamburg sagt, dann will ich das natürlich auch unterdrücken, zum Beispiel in der S-Bahn. Und komme mir wirklich vor, wie hinter dieser, die Eva hinter dieser Plastikplane. Strumpf Eva, 17 Jahre. Sind Sie das? Ja, Leberwurst, Arschfotze. Und Sie? Ihr Arzt? Ich bin der Manager. Ich sehe ein. Trotz todernster Momente. Ein Tick anders ist eine wunderbar leichtfüßige Komödie. Und wie sich Eva fluchend und zuckend in die Herzen der Zuschauer spielt und, naja, singt,
Das ist grandios. Wieso, das weiß ich nicht. Mir gefällt der Film sehr gut. Vor allen Dingen, weil man halt mit Eva lacht und nicht über sie. Wie heißt du Ficker denn? Ich heiße Uwe. Wir sind eins. ARD.